Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum wir hier nicht mitten im Speedbuild sind und uns ein neues Gehege reinziehen. Kann ich euch erklären, und zwar war ich zu dämlich. Ich habe versehentlich die Aufnahmen des angehenden Reptilienhauses gelöscht. Da ich jetzt auf die Schnelle leider nicht geschafft habe, irgendwie das neu aufzunehmen und zu schneiden, machen wir heute ein kleines, kurzes Video, in dem wir nochmal hier so ein bisschen durch den Park schlendern. Können wir eigentlich auch schon nebenbei mal ein bisschen machen. Ich werde euch hier ein paar Fragen stellen, weil ich eventuell das Planet Zoo Let's Play so ein bisschen umgestalten will. Da bin ich aber auf euch so ein bisschen angewiesen, was ihr davon haltet, ob ihr da Bock drauf habt. Und zwar würde ich gerne natürlich hier auch weiterbauen mit den Speedbuilds, das ist überhaupt gar keine Frage. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich würde aber gerne einfach auch mal so ein bisschen in den Franchise-Mode gehen. Also für die Leute, die das noch nicht gespielt haben, der Franchise-Mode ist halt einfach ein Modus, wo wir wirklich auch darauf achten müssen, aufs Geld, was wir hier überhaupt nicht haben. Im Sandbox-Mode gibt es kein Geld und keine Art Erhaltungspunkte. Das ist im Franchise-Mode anders. Da müssen wir wirklich auf jede Mark achten. Im Franchise-Mode haben wir auch nicht den Vorteil, den wir hier haben, dass wir schon alles freigeschaltet haben. Auch da müssen wir Geld bzw. Zeit in die Forschung stecken, um dort alle Sachen zu erforschen, alle Gegenstände, die man bauen kann, zu erforschen und auch alle Tiere bzw. die Sachen für die Tiere erforschen. Wir müssen Tiere auf dem Handelszentrum wirklich kaufen. Da können wir nicht so wie hier, wir nehmen einfach mal 3, 4, 5, 6 Tiere. Das geht da halt einfach nicht. Allerdings ist da der Aspekt einfach da, dass wir diesen Management-Bereich viel tiefer eintauchen können. Das war jetzt geiles Deutsch, aber ihr wisst, was ich meine. Da würde ich gerne mal eure Meinung zuhören. Hättet ihr da Bock zu? Das wären dann allerdings natürlich keine Speedbuilds in dem Sinne, sondern wir würden in Realtime das spielen. Und würden da dann einen neuen Zoo erstellen. Wie gesagt, wir würden hier trotz allem immer noch weiterbauen. Das wird bleiben, definitiv. Aber ich würde das dann vielleicht im 2-Wochen-Rhythmus machen. Also den einen Sonntag machen wir den Franchise-Mode und den anderen Sonntag würden wir ein Speedbuild raushauen. Vielleicht können wir auch einfach einen komplett neuen Zoo im Franchise-Mode machen, dass wir das Gehege bauen, in Speedbuild machen und dann vielleicht einfach andere Sachen im Realtime-Part bauen, wie zum Beispiel Wege bauen, Gelände ausbessern oder wie auch immer, dass wir das vielleicht dann irgendwie in einem Realtime-Part machen. Da würde mich das mal interessieren, was ihr davon haltet, wie ihr dazu steht, ob ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, das Spiel will ich auf jeden Fall nicht beenden. Ich habe da richtig Bock aufs Let's Play. Aber im Moment habe ich ja halt auch richtig Bock auf Survival Games. Könnt ihr auch gerne mal bei den Playlists reinschauen. Im Moment spiele ich da mit Auditore Conan Exiles. Macht mir auch richtig Bock. Schockt irgendwie das Spiel. Wenn ihr da auch mehr sehen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt seht ihr nochmal ein kleines Gehege, was ich neulich nochmal schnell gebaut habe, wo es noch gar kein Video zu gibt. Und zwar ist das ein Warzenschweingehege. Überhaupt nicht spektakulär, ganz kleines Ding. Und wir haben sie schon mit den Scheiben kaputt gemacht. Aber hier ist das kleine Warzenschwein zu Hause. Wir können ja mal reingehen. Ja, guten Tag. Ganz kleines, feines Gehege. Nichts Großes, kein Tamtam. Aber wir können ja uns hier mal zu den beiden Warzenschweingesellen, die ein bisschen über die Schulter gucken bei ihren Taten. Ja, und wie gesagt, ich würde gerne in den Franchise-Mode gehen, würde gerne mal eure Meinung dazu wissen, wie ihr das machen wollt. Und ob ihr Bock drauf habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht, dass es diesen Sonntag kein richtiges Speedbuild-Video gibt.
Aber aus meiner Dummheit muss ich halt auch lernen. Und ich habe es leider in der kurzen Zeit nicht geschafft, nochmal schnell wieder zu schneiden. Deswegen diese kurze Aufnahme jetzt hier, damit ihr überhaupt irgendwas bekommt. Ja, schreibt es einfach in die Kommentare, worauf ihr Bock habt, wie wir weitermachen wollen. Oder sollen wir es einfach so belassen, weiterhin nur Speedbuilds raushauen und den Management-Aspekt komplett außen vor lassen. Ja, ich bedanke mich trotz allem bei euch für euren Support. Also es ist echt krass, wie die Aufrufzahl gestiegen sind bei den letzten Videos. Auch im Stream mittlerweile geht es meiner Meinung nach oder für meine Verhältnisse schon ganz schön ab. Ja, macht mir Freude, dass es euch offensichtlich Freude macht. Und ja, geht nochmal ein ganz großes Danke an alle raus. Und wir haben bald die 100 Abonnenten geknackt. Also das ist für mich auch schon echt krass, irgendwie, wie das sich so entwickelt hat. Und ich überlege auch, wir kriegen bestimmt auch ein kleines 100 Abonnenten-Special hin oder so. Schauen wir einfach mal. Ansonsten, ja, danke für eure Treue. Haut, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare. Und ich verkrümmel mich jetzt schnell in das Schnittprogramm, schneide das Video mal schnell zurecht, damit ihr pünktlich um 10 Uhr am Sonntag auch das Video sehen könnt. Damit sage ich Tschüssli Müsli, reingehauen und bis später, Peter.